Willkommen zurück bei der Webinaraufzeichnung des Webinars Das ängstliche Meerschweinchen. Wir wollen uns jetzt ein bisschen mit dem Thema Stress beschäftigen. Stress ist eine Anpassung des Körpers an eine bestimmte Situation. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, es gibt jemand eine Überraschungsparty für Sie und Sie kommen ins Zimmer und es springen alle Freunde und Bekannte aus irgendeinem Versteck hervor, dann werden Sie im ersten Moment einmal erschrecken und dann, je nachdem, was für ein Persönlichkeitstyp Sie sind, unterschiedlich auf diese Situation reagieren. Wenn Sie ein Mensch sind, der sich in so einer Situation freut, dem das Spaß macht, der es total nett findet, jetzt so positiv überrascht zu werden, dann wird diese Stresssituation für Sie gleichzeitig eben auch mit großer Freude verbunden sein. Wenn Sie andererseits eher so der Typ sind, der das überhaupt nicht mag, überrascht zu werden und überhaupt, lasst mich an meinen Geburtstag in Ruhe und ich will jetzt mit niemandem feiern, dann wird dieser ursprüngliche Schreckmoment natürlich jetzt nicht in ein freudiges Gefühl sich verwandeln, sondern es wird eher eine unangenehme oder unter Umständen sogar eine bedrohliche Situation sein. Das heißt, in diesem Fall wird dieses Erlebnis eigentlich sehr negativ wahrgenommen und eben auch als sehr stressig empfunden. Das heißt, ob jetzt eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Ereignis oder auch ein Umweltreiz ein Lebewesen positiv oder negativ beeinflusst, hängt bis zu einem gewissen Grad natürlich auch immer davon ab, wie dieses Lebewesen diese Situation empfindet. Es ist auch ganz wichtig, dass das Tier zum Beispiel die Möglichkeit hat, ein bisschen selbst Einfluss auf die Situation zu nehmen. In solchen Situationen fühlt man sich dann weniger ausgeliefert und dieser Stress wird auch nicht so stark negativ wahrgenommen, weil man eben die Option hat, dass man aus dieser Situation irgendwie herauskommt. Je stärker der Stress ist und je länger er anhält, desto höher ist dann auch die Gefahr, dass tatsächlich ein physiologischer Schaden entsteht. Also bei Meerschweinchen ist es ganz typisch, dass sie Magen-Darm-Probleme entwickeln können, also zum Beispiel Durchfall, dass sie stärker eine höhere Anfälligkeit haben für Parasitenbefall, für Milben oder auch für Hautpilz. Natürlich auch, dass das Immunsystem insgesamt weniger gut arbeitet und dass die Tiere anfälliger für Infektionskrankheiten werden. Und es kann auch dazu führen, dass Meerschweinchen, die ebenso vollkommen kopflos flüchten, dann unter Umständen auch irgendwo dagegen rennen und sich wirklich oder eben runterfallen und sich dann auch wirklich tatsächlich Verletzungen zufügen. Was sind so typische Stresssymptome? Also erstens einmal dieses Meerschweinchen, das Sie da auf dem Foto sehen, das ist keineswegs ein gechilltes Meerschweinchen, sondern ganz das Gegenteil. Meerschweinchen, habe ich ja am Anfang im ersten Teil der Aufzeichnung gesagt, sind Fluchttiere. Das heißt, für ein Meerschweinchen ist es immer eine extreme Stresssituation, wenn es nicht mit den vier Pfoten so am Boden ist, dass es jederzeit flüchten kann. Das heißt, dieses Tier ist jetzt ganz sicher in Starre gefallen. Man erkennt sehr gestresste Tiere daran, dass sie extrem schreckhaft sind, dass sie wirklich beim jeden kleinsten Anlass vollkommen übertrieben die Flucht ergreifen. Andererseits natürlich auch dieses häufige Erstarren. Kuscheln, Kontakt liegen hatten wir vorher schon bei den Angstsymptomen. Das ist eben auch etwas, was bei Kältestress eher zu beobachten ist, während so eine plötzliche Aggression gegen Artgenossen etwas ist, was man häufiger im Zusammenhang mit Hitzestress, also gerade im Sommer, beobachten kann. Was auch typisch ist für starke Stressbelastung und weshalb es so wichtig ist, dass Sie Ihre Meerschweinchen einmal in der Woche auch tatsächlich auf die Waage setzen und abwiegen, ist ein schleichender Gewichtsverlust. Durchfall, habe ich schon gesagt, dass das eben auch ein Anzeichen sein kann. Es kann auch passieren, dass Meerschweinchen, wenn sie sehr gestresst sind, sich viel mehr kratzen, als sie es normalerweise tun würden, auch wenn da kein Parasitenbefall im Spiel ist. Ich hatte das einmal bei einem Meerschweinchen, das hatte einen Kieferabszess und dieser Kieferabszess ist operiert worden und in den Tagen nach der Operation
hat sich dieses Meerschweinchen auf einmal extrem viel gekratzt und ich habe mir schon gedacht, ich weiß nicht, hat sich die jetzt auch noch Milben eingefangen? Und das war aber dann nach ein paar Tagen komplett wieder weg. Aber ja, ich kann nur vermuten, dass es, also bei mir geht das auch manchmal so, dass wenn ich extrem nervös bin, dass mich dann meine ganze Haut so zum Jucken anfängt, dass das auch eben bei Meerschweinchen ein Verhalten ist, das man durchaus beobachten kann. Und was auch recht typisch ist, das kennt man auch von Hunden sehr gut, das kann man natürlich vor allem bei schwarzen oder sehr dunklen Meerschweinchen gut beobachten, das sind diese Stressschuppen. Ich hatte schon zweimal Meerschweinchen, die, wenn ich sie beim Tierarzt aus der Transportbox genommen habe, nicht schwarz, sondern schwarz mit weißen Sprenkeln waren, weil die einfach in der Situation unheimliche Stressschuppen gebildet haben. Die hatten sie zu Hause nie. Also das waren keine Tiere, die die Schuppen gebildet haben, sondern das war wirklich eben diese Stressreaktion. Es gibt zum Thema Stress einige sehr interessante Untersuchungen, die an der Universität Münster durchgeführt wurden. Da gibt es zum Beispiel eben eine schon relativ ältere Publikation, die damit zu tun hat, dass Partnertiere stressreduzierend auf Meerschweinchen in unbekannten Situationen wirken. Und da wurde eben zum Beispiel herausgefunden, dass bei Jungtieren in den ersten 3 Lebenswochen vor allem die Mutter und natürlich auch die Wurfgeschwister stresspuffernd wirken, aber in geringerem Maß auch jedes andere säugende Weibchen. Bei den erwachsenen Männchen ist es in erster Linie der weibliche Bindungspartner, also das umgangssprachlich formuliert das Lieblingsweibchen, das den stärksten stresspuffernden Effekt hat. Interessanterweise tritt dieser Effekt aber nicht bei unbekannten Weibchen ein. Und bei den erwachsenen Weibchen ist es eben auch der männliche Bindungspartner, der die stärkste stresspuffernde Wirkung hat. Was man daraus für die Haustierhaltung mitnehmen kann, ist, dass man Meerschweinchen, wenn man zum Beispiel zum Tierarzt fährt, niemals allein da mitnehmen sollte, sondern es sollte immer ein Meerschweinchen zur moralischen Unterstützung sozusagen mitkommen. Und das ist natürlich dann im Idealfall das Tier, mit dem es auch die beste Beziehung in der Gruppe hat, also eben der das Lieblingsbezugsschwein sozusagen. Also entweder halt der Bock der Gruppe oder das Weibchen, mit dem sich der Bock am besten versteht, oder wenn man Weibchen hält, eben das Weibchen, mit dem die engste Freundschaft besteht. Und wenn man 2 Böcke nur hat, dann bitte die Böcke auf gar keinen Fall trennen, sondern immer mit beiden Böcken zum Tierarzt gehen. Es gab dann auch eine Studie, die sich damit beschäftigt hat, wie sozialer Stress bei Weibchen auf die Tiere wirkt. Da wurden die Meerschweinchenweibchen wirklich jeden Tag ihres Lebens in eine andere soziale Gruppe gesetzt. Und das hat dann, wenig überraschend, zu einer deutlichen Reduktion der Lebenszeit geführt. Man hatte auch diese typischen Stresssymptome nachweisbar, also diese chronisch erhöhte Cortisolkonzentration im Blut, auch eine höhere Herzschlagfrequenz. Es hat allerdings bei Meerschweinchen keinen Einfluss auf den Reproduktionserfolg. Also Meerschweinchen sind tatsächlich Tiere, die darauf ausgelegt sind, dass sie sich auch in Stresssituationen sehr, sehr gut vermehren, um das Überleben der Art zu sichern. Dann wurde auch noch untersucht, wie sich der Stress der Mutter während der Trächtigkeit auf die Jungtiere auswirkt. Und da hat man beobachtet, dass sich die Töchter dieser Weibchen viel männlicher verhalten haben eigentlich als die Töchter der nicht so stark gestressten Weibchen aus der Kontrollgruppe. Man hat auch festgestellt, dass diese Tiere eine höhere Testosteronkonzentration im Blut hatten, beziehungsweise konnte man auch an der Feinstruktur des Gehirns Veränderungen wahrnehmen. Andererseits die Söhne, die hatten eher eine verzögerte Entwicklung, die haben mehr Spielverhalten gezeigt, die haben häufigeres Kontaktliegen gezeigt, die haben sich viel länger eigentlich wie Jungtiere verhalten, als im Alter angemessen gewesen wäre. Und man interpretiert dieses Verhalten so, dass während der Trächtigkeit die Jungtiere bis zu einem gewissen Grad schon ein bisschen vorbereitet werden auf die Umweltbedingungen, in die sie hineingeboren werden. Das heißt, wenn die Mutter sehr gestresst ist, dann ist das ein Hinweis auf eher widrige Umwelteinflüsse, in die die Tiere hineingeboren werden. Das heißt, da ist es sinnvoll, wenn die Töchter recht offensiv sind, wenn sie sich eher ein bisschen aggressiv verhalten und wenn sie schauen,
dass sie sich trotzdem eben gut fortpflanzen können in ihrem wahrscheinlich eher kurzen Leben, während es für die Söhne durchaus sinnvoll ist, wenn sie sich ruhig verhalten und eher wie Jungtiere verhalten, nicht so sehr in die Offensive gehen, damit sie die Chance haben, dass sie ein gewisses Alter erreichen, dass sie vielleicht auch nicht so früh aus der Gruppe vertrieben werden, dass auch sie die Chance haben, dann ihre Erbanlagen die nächste Generation weiterzugeben. Gut, damit bin ich jetzt am Ende des zweiten Teils dieser Webinaraufzeichnung. Im dritten Teil der Webinaraufzeichnung geht es dann damit weiter, was man denn bei der Haustierhaltung beachten sollte, wenn man so besonders ängstliche Meerschweinchen zu Hause hat, beziehungsweise was man natürlich generell bei der Haltung von Meerschweinchen beachten sollte.